Eigentlich weiß so gut wie jeder, wie gesund der Verzehr von Brokkoli ist. Aber was würde passieren, wenn man anfangen würde, jeden Tag Brokkoli zu essen? Genau diese Frage beantworten wir im heutigen Video. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran. Nummer 1. Brokkoli fördert die Herzgesundheit. Eine Studie des New Vision Research Journals ergab, dass der regelmäßige Verzehr von gedünstetem Brokkoli das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen senkt, indem er die Gesamtmenge an Cholesterin im Körper verringert. Eine andere Studie fand ebenfalls heraus, dass ein erhöhter Gemüseanteil in der Ernährung, insbesondere bei Kohlgemüse wie Brokkoli, das Risiko von Herzkrankheiten verringern kann. Nummer 2. Brokkoli ist gut für die Gesundheit der Augen. Brokkoli enthält die Carotinoide Lutein und Zeaxanthin, die in Studien aus den Jahren 2003 und 2006 mit einem geringen Risiko für altersbedingte Augenerkrankungen wie der Makuladegeneration in Verbindung gebracht wurden. Brokkoli enthält außerdem Beta-Carotin, das der Körper in Vitamin A umwandelt. Das ist wichtig, weil ein Mangel an Vitamin A beispielsweise mit Nachtblindheit in Verbindung gebracht wird. Nummer 3. Brokkoli kann das hormonelle Gleichgewicht unterstützen. Kohlgemüse wie Brokkoli enthält einen Pflanzenstoff namens Indol-3-Carbinol, der wie ein pflanzliches Östrogen wirkt und durch die Regulierung des Östrogenspiegels zum Hormonhaushalt beitragen kann. Er hat sich auch als vielversprechend erwiesen, wenn es darum geht, das Risiko von östrogenbedingtem Brust- und Fortpflanzungskrebs bei Männern und Frauen zu verringern. Zudem scheint Brokkoli den Östrogenstoffwechsel zu beeinflussen und ihn möglicherweise in eine günstigere Zusammensetzung zu bringen. Nummer 4. Brokkoli kann das Immunsystem unterstützen. Da er reich an Schwefel ist, kann Brokkoli die Darmgesundheit unterstützen und so die Abwehrkräfte verbessern. Das liegt daran, dass Schwefel die Produktion von Glutathion fördert, das für die Aufrechterhaltung der Darmschleimhaut und deren Reparatur wichtig ist. Als starkes Antioxidant wirkt Glutathion im ganzen Körper und schützt die Zellen vor Entzündungsschäden. Nummer 5. Brokkoli enthält krebshemmende Verbindungen. Auch wenn es keine Lebensmittel gibt, die Krebs zu 100% verhindern können, gibt es dennoch zahlreiche Hinweise darauf, dass eine gesunde Ernährung das Krebsrisiko senken kann. Ein wichtiger Bestandteil von Brokkoli ist das sogenannte Sulforaphan, das auch für den leicht bitteren Geschmack von Brokkoli verantwortlich ist. Studien haben gezeigt, dass Sulforaphan eine Rolle bei der Entgiftung von Schadstoffen spielt und dazu beitragen könnte, das Risiko für bestimmte Krebsarten zu verringern. Weitere Forschungen haben ergeben, dass Brokkoli krebshemmende Eigenschaften hat und beispielsweise das Risiko von Prostatakrebs verringern könnte. Brokkolisprossen sind eine noch konzentriertere Quelle für diese krebshemmenden Stoffe. Das war es auch schon für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns doch liebend gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere auch gerne unseren Kanal, damit du keines unserer Videos mehr verpasst. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.